Also, willkommen zur 29. Vorlesung Gammellogik, der vorletzten. Auf dem Programm steht zum einen, dass wir die interne Topos-Theorie weitermachen, dass wir dann noch Untertopoi kennenlernen und dass wir dann noch ein wichtiges Motto kennenlernen, nämlich, dass man Topologie umarmen sollte. Was das genau bedeutet, wird gleich klar. Da machen wir gleich weiter, aber ich wollte noch vorher eine Bemerkung loslassen, die sonst nichts weiter damit zu tun hat. Nur kurz, dass ihr das wisst. Und zwar zum Beispiel folgendes. Also wenn wir irgendeinen Gabentopos haben und dann eine konstante Garbe m unterstrichen, dann kann man folgende Disjunktion anstellen. Das wird eine Disjunktion, die indiziert wird durch die externen Elemente von Groß M. Und dieser Schnitt ist dann gleich einem dieser x unterstrichen. Was ist dieses x unterstrichen? Das sind halt gewisse globale Schnitte, die die konstante Garbe m unterstrichen hat. Zur Erinnerung, was waren die Schnitte auf irgendeinem offenen u von m unterstrichen? Das waren all die lokalkonstanten Funktionen von u nach m. Und hiermit meine ich halt die konstante Funktion, die ständig den Wert x hat. Also das da kann man zeigen. Das sagt also aus, dass die Garbe lokal, ne, die Übersetzung von der Disjunktion ist ja nur gegeben durch Übergang zu einer offenen Überdeckung oder zu einer Überdeckung, dass lokal all die Schnitte von der Garbe gegeben sind durch die ursprünglichen Elemente. Also das kann man beobachten. Und die zweite Sache, die dann daraus folgt, konstante Garben sind so klassisch wie die umgebende Metalogik. Zum Beispiel haben wir, das ist ja hier schwammig formuliert und ich will das präzisieren, falls Lem in der Metalogik gilt, so hat man folgendes. So hat man das da. So sind je zwei Elemente von der konstanten Garbe aus interner Sicht gleich oder ungleich. Ja, das wird ja von den allerwenigsten Garben erfüllt. Eine wichtige Ausnahme ist übrigens noch die Garbe O der holomorphen Funktionen auf einer komplexen Mannigfaltigkeit. Die erfüllt das aus interner Sicht von ihrem Gabentopos auch. Aber sonst die allermeisten Garben, also wenn wir nicht eine konstante Garbe hier hinschreiben, sondern irgendeine Garbe F, dann wird das nicht zeigbar sein. Dann wird diese Aussage, nachdem wir sie übersetzt haben, eine falsche Aussage sein. Aber für konstante Garben stimmt es eben schon, sofern wir Lem in der Metalogik haben. Und beweisen kann man das, indem man sagt, na gut, sei S beliebig, aus interner Sicht sei U beliebig, dann dieses Lemma einsetzen und dann sind S und U also einfach nur gegeben durch X unterstrichen oder Y unterstrichen und dann folgt das hier recht schnell. Ja? Also könnt ihr, wenn ihr wollt, das fertig durchXen, ist nicht schwer, kriegt ihr auf jeden Fall hin. Ja, das wollte ich nur kurz erwähnt haben, dass ihr das wisst. Man kann sich umgekehrt fragen, ob eine Garbe, die die Bedingung von hier erfüllt, ob die schon eine konstante Garbe ist. Das stimmt aber nicht. Erstens, die Bedingung, die hier steht, ist ja wie jede Bedingung von der internen Sprache lokal. Das heißt, das Höchste, was man hoffen könnte zu folgern in die andere Richtung wäre, dass eine Garbe, die das da erfüllt, lokal konstant ist. Das heißt, dass es eine Überdeckung gibt, sodass es eingeschränkt auf jedes Teil der Überdeckung, dass die Garbe jeweils isomorph ist zu irgendeinem MI unterstrichen. Aber auch das ist falsch. Wie das Beispiel O der holomorphen Funktionen zum Beispiel demonstriert. Tatsächlich ist mir keine Möglichkeit bekannt, wie man konstante Garben oder lokalkonstante Garben in der internen Sprache charakterisieren kann. Ich glaube auch, dass das im Allgemeinen nicht geht. Ich habe aber eine Vermutung, wie es eventuell
für Gaben über den Zariski-Topos gehen könnte. Könnte mal in die Arbeit reinschauen, wenn euch das interessiert. Vermutung konnte ich aber nicht zeigen, also vielleicht ein Quatsch. Ja? Gut. Habt ihr gerade Fragen zu der Beobachtung rechts? Ja, bitte. Für die Holomorphen bräuchte auch Lambda-Metalogik? Sehr gute Frage. Die Frage ist, ob man, wenn man das nachweisen will für die Holomorphen-Funktion, ob man da Lambda-Metalogik braucht. Ich weiß es nicht ganz genau. Ist peinlich, ist doof, ist eine Wissenslücke von mir. Was man dafür nämlich braucht, ist den Identitätssatz aus der Funktionentheorie. Das ist ganz witzig, dass der fundamentale Grund dafür ist, dass man dann die Diskretheit, so heißt diese Eigenschaft, in der Internetsprache hat. Und ich weiß nicht auswendig, ob man den Identitätssatz konstruktiv beweisen kann. Also ich denke, eigentlich schon, aber ich hab nicht alles überblickt jetzt. Laura, wie ist eigentlich die Stimmung? Sollen wir noch abdunkeln? Ja, gut. Okay, ja, dann lasst uns hier weitermachen. Unser Ziel ist, interne Topos-Theorie zu betreiben. Ja, wir wollen also interne Örtlichkeiten haben, das haben wir schon, aber jetzt wollen wir auch interne Gaben drüber haben und so weiter, um da tiefer einsteigen zu können. Ja? Diese Definition stand schon das letzte Mal dran, was ein interner Funktor nach Set über einer internen Kategorie war. Und ich will, dass wir da jetzt alle gut mitkommen, hier nochmal kurz erklären, inwieweit das denn wirklich inwieweit die Definition wirklich ihren Namen verdient hat. Ich will also nochmal langsamer versuchen zu übersetzen, dass ein Funktor nach Set, so wie hier definiert, über einer internen Kategorie D im Topos der Mengen, also einfach in einer normalen kleinen Kategorie, dass der wirklich einen normalen Funktor nach Set induziert. Also sei F0 mit den Daten, die da dazustehen, das können wir M nennen oder so, sei F0 dm ein interner Funktor nach Set über einer internen Kategorie D in Set. Da haben wir schon gesehen, dass eine interne Kategorie D in Set dasselbe ist wie eine gewöhnliche kleine Kategorie. Davon das D0, das ist dann einfach die Menge der Objekte von dieser kleinen Kategorie. Und jetzt will ich nochmal rekapitulieren, wie wir jetzt aus diesen Daten einen Funktor bauen können. Ja? Ein ganz normaler Funktor, so wie man ihn in der KTO kennenlernt, von D nach Set. Und das geht wie folgt. Wenn wir ein Objekt klein x aus D haben, dann ist das x also ein Element von D0 und dann können wir uns die Faser von diesem Element unter der Abbildung D anschauen. Also das Urbild von der einelementigen Menge x. Das wird irgendeine Teilmenge von F0 sein, insbesondere wird es eine Menge sein. Deswegen ist das hier wirklich etwas, was nach Set abbildet. Okay, und dann müssen wir definieren, was die Wirkung auf Morphismen sein sollen. Also was passiert, wenn ein Morphismus von x nach y gegeben ist? So ein klein f. Welche Abbildung bekommen wir dann dort? Naja, wenn wir ein u aus dieser Menge nehmen, dann können wir das jetzt versuchen mit m abzubilden. Und zwar indem wir Folgendes schreiben, m von u, f. So, das ergibt Sinn. Also das Tupel u, f kann ich wirklich in m einsetzen. Denn was für Tupel liegen nochmal hier in der Definitionsmenge? Das sind solche Pärchen, wobei sodass die vordere Komponente aus f0 stammt. Schau mal. Sodass die hintere Komponente aus D1 stammt, also aus der Menge der Morphismen von D. F ist so ein Morphismus, haben wir auch. Und Achtung, jetzt noch eine Bedingung, sodass D von der vorderen Komponente gleich DOM von der hinteren Komponente ist. D von U ist das X und in der Tat die Domain von F ist auch X. Deswegen ist das wohl definiert. Ja? Und die Axiome, die jetzt hier nicht genau ausformuliert sind, die übersetzen sich 1:1 zu den gewöhnlichen Funktoraxiomen, die man braucht.
müsst ihr halt ausixen, ja. Wobei ihr vermutlich den anderen Weg gehen werdet. Ihr werdet hier mal hinschreiben, was die Funktoraxiome sind für das normale f. Und dann werdet ihr rückwärts erschließen können, was denn dann m und d und dom gegenseitig für Beziehungen erfüllen müssen. Und dann schreibt ihr das hier hin als die Funktoraxiome. Ja. Okay. Was man hier noch sieht, ist, dass es eine gewisse Korrespondenz gibt zwischen mengentheoretischen Schwierigkeiten und Schwierigkeiten in der internen Kategorientheorie. Und den Funktor zwischen kleinen Kategorien zu definieren, ist mengentheoretisch ein Stückchen einfacher, als einen Funktor in eine große Kategorie wie Set zu definieren, was das sein sollte. Kann man auf jeden Fall lösen, ist keine schlimme Sache, aber es ist ein Stückchen schwieriger. Und genauso zeigt sich dann eben in internen Kategorie. Es ist extrem leicht zu definieren, was ein Funktor sein soll zwischen internen Kategorien. Aber jetzt wollen wir halt nicht nur Funktoren zwischen internen Kategorien betrachten, weil wir wollen auch sowas wie Gaben haben. Gaben haben Werte in Set. Und Set ist nun mal keine kleine Kategorie. Und dann in der internen Kategorie sieht man, Set ist keine interne Kategorie. Ja? Es gibt kein Objekt von Objekten von Set. Das wäre zu groß. Und zum Glück aber gibt es diesen Trick 17, den man anwenden kann, um jetzt nicht die interne Sprache erweitern zu müssen, sodass man auch über lokal interne Kategorien sprechen kann. Lokal klein, das wäre das Gegenstück von lokal klein. Das geht auch, ist auch cool, aber dank dieses Tricks, dass man sich einfach, dass man quasi eine Familie von Mengen ersetzt durch die Abbildung aus ihrem Totalraum raus in die Indexmenge, kann man darauf verzichten und das ein bisschen einfacher gestalten. Manche von euch sind Anhänger von abhängigen Typen. Die können die Definition hier oben auch noch mal ein bisschen vereinfachen. Ihr könntet hinschreiben in abhängiger Typentheorie, was denn ein Funktor nach Set sein sollte. Dann erweitert ihr die interne Sprache so, dass sie abhängige Typen unterstützt. Dann kompiliert ihr eure interne Definition zu einer externen mit eurer erweiterten Kripke-Joual-Semantik. Und dann kommen wieder genau diese Sachen raus. Ja? Und das D heißt deswegen D, weil das ein Display-Morphismus ist, so wie in Kategorien von Kontexten aus der Typentheorie bekannt eventuell. Okay, das auf jeden Fall ist ein Funktor nach Set. Und jetzt können wir definieren, was eine interne Gabe ist. Definition: sei x eine interne Örtlichkeit in einem Topos E. Dann definieren wir, was eine Gabe ist. Eine interne Garbe auf X ist ein interner Funktor von Funktor nach Set auf welcher Kategorie? Auf der internen Kategorie der offenen. Davon die duale Kategorie. Und jetzt muss der natürlich was erfüllen, nämlich das Gabenaxiom. Gut, und wenn ihr euch daran erinnert, das Gabenaxiom, insbesondere für den Fall von Örtlichkeiten, das war nicht so kompliziert zu formulieren. Da gingen dann so Teilmengen ein und so, ja, weil wir quantifizieren mussten für alle Überdeckungen von einem offenen und so. Aber das sind alles Sachen, die wir jetzt seit der vorletzten, glaube ich sogar schon, in der internen Sprache ausdrücken können. Also ist das hier schon sinnvoll, was da steht. Und so haben wir definiert, was eine interne Gabe ist. Ja? Und was wir dadurch bekommen, wenn wir noch definieren würden, was Morphismen sind, wir kriegen eine externe, also eine ganz normale Kategorie, die wir dann so schreiben, von internen Gaben.
Die Objekte von dieser Kategorie sind interne Gaben auf X und Morphismen sind interne Gabenmorphismen. Das Ganze, was wir hier jetzt machen, könnte man genauso auch machen für interne Siten statt interne Örtlichkeiten oder sogar für interne Topoi. Aber mit Örtlichkeiten ist es einfach technisch am leichtesten und da sehen wir auch schon alle interessanten Aspekte. Okay, und dann würde ich jetzt mal weitermachen und versuchen, einen Zusammenhang herzustellen zwischen internen Örtlichkeiten und externen. Insbesondere würde ich gerne ein paar Beispiele sehen für interne Örtlichkeiten und dann auch irgendwie sehen, was noch weitere Bezugsquellen sind. Ja? So, also eine interne Örtlichkeit oder zwei, drei kann ich auf jeden Fall angeben. Zum Beispiel folgende. Die einpunktige interne Örtlichkeit in E ist gegeben durch den internen Rahmen Omega E. Zur Erinnerung, das war das, was aus interner Sicht die Potenzmenge von der einelementigen Menge, die wir einfach als 1 schreiben, war. Also kann ich definieren und das ist dann sofort eine sinnvolle Definition, denn die ganz normale einpunktige Örtlichkeit, die hatte als zugrunde liegenden Rahmen ja auch die Potenzmenge von 1. Das, was wir auch extern als Omega, nur ohne Index bezeichnet haben. Und jetzt führe ich halt genau dieselbe Konstruktion, nur intern aus. Das kann ich machen. Ich könnte auch die leere Örtlichkeit, die leere interne Örtlichkeit definieren. So, da muss ich mich jetzt nur daran erinnern, was war denn nochmal der Rahmen von der leeren normalen Örtlichkeit? Wie war denn die überhaupt definiert? Das war die Örtlichkeit, die zum leeren topologischen Raum gehörte. Der Rahmen dazu war also der Rahmen der offenen Mengen vom leeren Raum. Wie viele offene Mengen besitzt der leere Raum? Genau eine, die leere Menge. Das heißt, der interne Rahmen ist jetzt gegeben durch die einelementige, also aus interner Sicht die einelementige Menge, die halt ein Element enthält. Und die kleine Gleichrelation, die wir noch drauf definieren müssen, ist halt die einzige, die es gibt. Wegen Reflexivität muss ja dieses eine Element zu sich selbst in Relation stehen und dann ist schon alles festgelegt. Also sowas können wir machen. Wir können halt generell alles, was wir so gemacht haben, können wir auch intern in jedem Topos wiederholen. Und auch alle Aussagen werden gelten, solange wir sie konstruktiv bewiesen haben, worauf wir ja in dieser Vorlesung immer Acht gegeben haben. Es war immer ganz explizit gekennzeichnet, wenn das ausnahmsweise nicht der Fall war. Also das ist schon mal eine Sache, nur ist eventuell momentan noch nicht ganz klar, was das bringt, weil wir noch keinen Bezug zur externen Welt gesehen haben. Der kommt jetzt. Proposition. Sei x eine gewöhnliche Örtlichkeit, dann gibt es eine kanonische Kategorienäquivalenz zwischen welchen Kategorien? Log über x der Kategorie der Örtlichkeiten über x, wird gleich noch genauer erklärt, und der Kategorie der Örtlichkeiten, welche intern sind zum Topos der Gaben über x. Das ist weiterhin eine ganz normale externe Kategorie. Beides sind gewöhnliche externe Kategorien. Der Kategorie der internen
Örtlichkeiten in den Gabentoppers schiefs auf X. So, der eine Funktor, der die Äquivalenz vermittelt, heißt Externalisierung. Der macht also aus einer internen Örtlichkeit eine Örtlichkeit über X. Und der andere Funktor, der heißt Internalisierung, der macht aus einer Örtlichkeit über X eine Örtlichkeit, eine interne Örtlichkeit im Gabentopos. So, und dabei gilt dann sogar noch mehr. Nämlich kann man folgenden Vergleich anstellen. Also wenn wir eine Örtlichkeit y über x haben, dann könnten wir zunächst mal die internalisieren. Und dann könnten wir uns den Topos der Gaben von dieser, über dieser internen Örtlichkeit anschauen. Damit ist natürlich gemeint der Topos der internen Gaben. Und andererseits könnten wir uns auch einfach den Topos der Gaben über y anschauen. Ganz normal, wie wir es tausendmal gemacht haben. Und diese Kategorien sind auch zueinander kanonisch äquivalent. Für Örtlichkeiten y über x. So, jetzt lassen Sie uns erstmal schnell sehen, was nochmal eine Örtlichkeit über x war. Die Objekte davon sind Örtlichkeitsmorphismen. Da Sie nicht verwirrt werden, die Objekte von dieser Scheibenkategorie sind ihrerseits Morphismen, Örtlichkeitsmorphismus. So, und die Morphismen sind wie folgt gegeben, wenn wir zwei so Örtlichkeiten über x haben, y und y', dann sollen die Morphismen zwischen denen gegeben sein durch ganz normale örtlichkeitstheoretische Abbildungen, y nach y', Morphismus in der Kategorie der Örtlichkeiten, sodass ein Diagramm kommutiert, nämlich dieses Diagramm. Okay, und alle anderen Begriffe, die hier vorkamen, waren schon erklärt. Ich würde jetzt Beispiele dazu machen und dann andeuten, wie man das beweisen kann. Und danach werde ich noch ein bisschen topologische Räume dissen. Ich kann das mal hinschreiben, aber es ist nicht so wichtig. Wie die umgebende Metalogik. Bitte sehr. Also Beispiel für, wie die Korrespondenz da funktioniert. Also ich schreibe links immer Örtlichkeit über x hin und rechts Örtlichkeiten intern in x, im Gabentopos über x. Ja? Gut, wir haben zum Beispiel x selbst. Das können wir für möge die Identität auch als Örtlichkeit über x auffassen. Aus interner Sicht wird das die einpunktige Örtlichkeit sein. Also der Raum x kann riesig groß und sehr kompliziert sein, ja. Aber sobald wir uns in seinen Gabentopos begeben, sieht er selbst aus, nur noch wie einen Punkt. Es gibt auch die leere Örtlichkeit
über x. Das ist nicht die leere Menge, sondern die leere Örtlichkeit, deren Rahmen genau ein Element enthält. Die sieht aus interner Sicht aus, gut, okay, wie die leere Örtlichkeit. So, aber es gibt noch interessantere Beispiele. Zum Beispiel könnten wir Folgendes machen. Wir nehmen die Örtlichkeit x und nehmen das Produkt in der Kategorie Örtlichkeiten mit der Örtlichkeit r. Das soll die Örtlichkeit r sein. Also die Örtlichkeit, die klassifizierende Örtlichkeit der Theorie von dem Dedekindschen Schnitt. Dann wird rauskommen, das interne r ganz genauso definiert. Vielleicht schreibe ich das ein bisschen aus, damit das klarer wird. Die klassifizierende Örtlichkeit der Theorie der Dedekindschen Schnitte. Wir haben nie über interne klassifizierende Örtlichkeiten gesprochen. Das müssen wir aber auch nicht separat, denn wir haben ja über gewöhnliche klassifizierende Örtlichkeiten gesprochen. Und einfach diese Abschnitte aus der Vorlesung können wir genauso halt nochmal intern nachmachen. Und dann kriegen wir interne klassifizierende Örtlichkeiten. Die erfüllen dann eine universelle Eigenschaft bezüglich anderen internen Örtlichkeiten. Noch was, wir könnten das Koprodukt von x mit sich selbst nehmen und dann hier kanonisch runter projizieren. Das wird aus interner Sicht dann wie die zweipunktige Örtlichkeit ausschauen. Also ein bisschen genauer gesagt, die Örtlichkeit mit Rahmenpotenzmenge von einer zweielementigen Menge. Ne, Örtlichkeit zum internen topologischen Raum, welcher aus zwei Punkten besteht und diskret ist. Alle Teilmengen davon sind offen, deswegen nehme ich die volle Potenzmenge. Das erinnert mich hier sehr an die Larey-Spektralsequenz. Deren Idee ist es doch, wenn man ein kompliziertes Bündel hat oder auch einfach nur eine stetige Abbildung von oben nach unten, dass man irgendwie drei verschiedene Schwierigkeiten miteinander in Verbindung setzen kann. Nämlich die Schwierigkeit des Basisraums, die Schwierigkeit des Totalraums und die Schwierigkeit der Fasern. Und hier ist es so ein bisschen so ähnlich, wenn man eine Örtlichkeit über einer Basisörtlichkeit hat, dann gibt es halt mehrere Schwierigkeiten. Erstens, x selbst könnte kompliziert sein. Zweitens, y könnte kompliziert sein, beziehungsweise all die Fasern, aus denen sich y zusammensetzt, könnte kompliziert sein. Wenn man in den Gabentopos über x wechselt, ist zumindest die eine Schwierigkeit verschwunden, nämlich x sieht dann aus wie ein Punkt, und es bleibt nur noch die andere Schwierigkeit. Das ist natürlich kein Allheilmittel, bevor mich da jemand falsch versteht, denn wir haben ja auch was verloren durch den Wechsel in den Gabentopos. Nämlich wir haben Lemm verloren und das Aussel-Axiom und so weiter. Das können wir alles nicht mehr intern verwenden, sogar dann nicht, wenn wir extern in der Metalogik dran glauben. Wozu man das zum Beispiel noch sehr gut einsetzen kann, ist, angenommen ihr habt eine Körperweiterung, L über K, dann könnt ihr ganz normal die Galois-Gruppe bestimmen. Aber was ist, wenn ihr eine Familie von Körperweiterungen habt, indiziert durch Punkte von einem topologischen Raum oder von der Örtlichkeit? So, dann könntet ihr entweder die klassische Theorie von Galois-Gruppen dann neu aufziehen und auf Familien von Galois-Gruppen verallgemeinern und so. Oder ihr sagt einfach, na gut, aus interner Sicht ist das keine Familie von Körperweiterungen, sondern eine einzige. Und dann mache ich von der halt die Galois-Gruppe. Fertig. Okay, lasst uns schauen, ob wir es schaffen, das irgendwie zu beweisen.
Also Beweis der Proposition, zumindest so weit, wie wir ihn machen wollen. Wir müssen halt vor allen Dingen diese beiden Funktoren angeben, ja? Wie wir aus einer internen Eigenschaft eine externe machen und umgekehrt. Und fangen wir mal an mit von einer externen Örtlichkeit eine interne machen, also dieses i. Ja? Das geht so. Also wenn wir eine externe Örtlichkeit über x reinstecken, zwischen denen verläuft ein Örtlichkeitsmorphismus, der Teil des Datums ist und den wir öffnen wollen, dann muss da jetzt eine interne Örtlichkeit rauskommen. Und die Art und Weise, wie man das macht, ist, indem man jetzt folgende Garbe betrachtet. F unten Stern von Omega vom Gabentopos über Y. So, dieses Omega ist bereits erklärt, nur das F unten Stern nicht. Das müssen wir schnell nachholen. Also das ergibt insgesamt eine gewisse, ein gewisses Objekt, eine gewisse Garbe über X. So soll es ja werden, ja? Es soll hier in den Rahmen rauskommen. Und wenn das also eine Garbe über x ist, müssen wir jetzt sagen, wohin, was die Werte sein sollen auf jedem offenen von x. Und da definieren wir, dass das die offenen, die Schnitte sein sollen von dieser Omega-Garbe auf f hoch minus 1 von u. Zur Erinnerung, f hoch minus 1, das ist der zugrunde liegende Rahmenhomo zu diesem Örtlichkeitshomo f. Der macht aus offenen von x offene von y. Und die kann ich ja in diese Garbe über y einsetzen, sodass das hier eine Definition ist, die zumindest von den Typen her Sinn ergibt. Gut, das könnte man jetzt noch ein bisschen vereinfachen, weil wir schon mal eine explizite Beschreibung von dem Omega kennengelernt haben, aber wir können das auch so stehen lassen. Es ist hier ein kleines bisschen unsauber. Das ist nicht die entstehende interne Örtlichkeit, sondern das ist der Rahmen von der. Ja? Also wenn wir das besser schreiben wollen, dann schreiben wir interne Örtlichkeit mit Rahmen dem da. Also so kann man aus einer externe Örtlichkeit über x eine interne machen. Und wir können versuchen, gleich mal eines der Wörterbuchbeispiele hier, zum Beispiel das oberste, zu erklären anhand dieser Definition. Also lass das f von der linken Tafel die Identität sein. Dann mal schauen, was rauskommt. Dann kommt also eine interne Örtlichkeit raus, deren Rahmen hier steht. Und ein offenes u wird dann geschickt auf Omega von Schiefs x von u. Kurz, dieser ganze Ausdruck vereinfacht sich zu Omega von Schiefs x. Und das ist genauso, wie auch die einpunktige Örtlichkeit hier als Beispiel gegeben war. Also das war schon mal richtig übersetzt. So, dann die Externalisierung von einer internen Gabe. Die nenne ich jetzt vielleicht Z. Das ist eine interne Örtlichkeit, die also gegeben ist durch irgendeinen internen Rahmen. Da können wir Folgendes machen. Da muss eine Örtlichkeit rauskommen. Die hat also irgendeinen Rahmen. Und jetzt mal schauen, welchen wir da nehmen. Vorschlag wäre, wir nehmen zunächst mal den Rahmen der offenen von Z. Das ist jetzt ein interner Rahmen. Ist noch nicht fertig, ja? Das ist ein interner Rahmen. Woraus besteht nochmal ein interner Rahmen? Der besteht aus einem Objekt und dann einer kleinen Gleichrelation drauf. Ich bezeichne jetzt nur mal das Objekt hiermit. So, das heißt, es ist ein Objekt von dem Gabentopos, um den es geht, also um den von Gabentopos Schiefs über x. Kurz, es ist eine Garbe auf x. Und in diese Garbe auf x können wir doch einsetzen das Top-Element aus dem Rahmen der offenen von x. Wir hätten auch jedes andere Element des Rahmens von der offenen von x einsetzen können, aber wir nehmen jetzt top. Gut. Und das ist der Rahmen, den wir brauchen. Ich hätte aber Lust,
das noch ein kleines bisschen zu präzisieren und zum Beispiel kurz zu sehen, was denn wirklich die Kleiner-Gleich-Relation drauf ist und insbesondere zu sehen, warum das jetzt vollständig sein sollte. Also warum beliebige Supreme existieren. Okay, beides ein bisschen sketchy. Die Details sind eine wunderschöne Übungsaufgabe, aber ich will euch die grobe Idee vermitteln. Also zunächst mal, wie sieht es mit der Kleiner-Gleich-Relation aus? Das ist wirklich wichtig, weil das gehört ja auch noch zum Teil des Datums. Ja? Also wir haben doch die Kleiner-Gleich-Relation, die sieht so aus. Das ist das zugrunde liegende Trägerobjekt. Und jetzt haben wir halt diese Relation und die hieß Kleiner-Gleich und die war halt irgendein Unterobjekt davon, das heißt eine Untergarbe. Gut. Untergarbe von dieser Garbe. Und wenn wir das jetzt auf globalen Schnitten uns betrachten, dann können wir eine kleine Gleichrelation hierauf definieren, nämlich wie folgt. Also wenn wir zwei Elemente drin haben, S und T. Ich nenne Schnitte S oft S und T, deswegen auch hier. Dann können wir Folgendes formulieren als Bedingung. So, wir nehmen das Pärchen ST. Das ist jetzt ein Element von dieser Produktgarbe, davon die Schnitte auf Top. Und wir können die Bedingung formulieren, ob dieses Pärchen auch schon in der Untergarbe liegt. Und so haben wir die kleine Gleich definiert. So, jetzt ist die Frage, ob diese Relation, die wir jetzt rechts definiert haben, ob die reflexiv zum Beispiel ist. Wir wissen aber, dass aus interner Sicht ja die Relation reflexiv ist. Wir wissen also Folgendes. Wir wissen das da, wobei sich das Kleiner-Gleichzeichen eben auf diese Untergabe bezieht. Wenn wir ganz genau sein müssten wir das da schreiben. Weil wir haben eigentlich gesagt, dass Relationssymbole immer nur vorne stehen dürfen und dann muss halt ein Tupel eingesetzt werden, genau bestehend aus genauso vielen Komponenten, wie halt die Relation Arität hat. Auf jeden Fall, was bedeutet das denn extern? Das bedeutet doch, dass für jedes offene Top, aber auch jedes U und für jeden Schnitt S von dieser Garbe auf U irgendwas gilt. Insbesondere gilt das halt für das offene Top. Und dann drückt es genau die Reflexivität von dieser Relation aus. Okay, und jetzt lasst uns noch versuchen zu zeigen, warum dieser gewöhnliche Rahmen hier, warum der vollständig ist, warum der beliebige Suprema hat. Auch nur grob. Wenn ihr aber gerade dazu eine Frage habt, dann stellt sie bitte. Versuchen wir es. Also sei M eine Teilmenge von unserem externen Rahmen. Ja? Also von der Menge der Schnitte auf Top von dieser Garbe. Wir hätten ganz gerne ein Supremum von M. Ja? Zu zeigen ist der unendliche Join oder wer weiß wie groß der ist über M existiert. In diesem Rahmen. Wir wissen, was wir von dem erwarten, nämlich eine gewisse universelle Eigenschaft. Und wir brauchen jetzt einen Kandidat für dieses Element, von dem wir dann die universelle Eigenschaft nachprüfen könnten. Okay, wie können wir das machen? Folgender Vorschlag. Wir wissen ja, aus interner Sicht ist der Rahmen der offenen von Z vollständig. Das gehört nämlich zur Definition von, was einen internen Rahmen ausmacht. Ich will das also irgendwie zurückführen auf die interne Vollständigkeit. Dazu bräuchte ich eine interne Menge von Dingen, von Elementen davon. Dann könnte ich intern das Supremum bilden.
wir haben jetzt eine externe Menge gegeben und mit folgendem Trick können wir die zu einer internen machen. So, wir wissen Folgendes. Aus Sicht des Gabentoppers gibt es genau ein Element S vom Rahmen der offenen, so dass S das Supremum ist, ganz normales internes Supremum, über folgende Menge von offenen, sagen wir jetzt alle U, oder vielleicht auch, um konsistent zu bleiben, in der Schreibweise alle T von den offenen von Z, sodass T gleich einem der Elemente von M ist. Also machen wir eine Disjunktion über all die externen Elemente von groß M und schreiben hier jetzt die Bedingung hin, dass T gleich X ist. Egal, was da hinten steht, die Aussage mit dieser eindeutigen Existenz wäre auf jeden Fall wahr, denn intern stimmt es, dass zu jeder Menge exakt ein Supremum existiert. So, und wir haben uns jetzt aber für folgende interne Menge entschieden, die Menge derjenigen Ts, sodass das T gleich einem der X ist aus M. Kurzer Check, darf ich das X hier schreiben? Ich darf doch nicht nach Belieben intern und extern vermischen. Aber wir dürfen hier Konstanten auftauchen lassen. Konstanten von der Sorte UUV von Z. Und was waren das nochmal? Das waren globale Schnitte von dieser Gabe. Das heißt, Elemente von UUF von Z von top. Und X ist ja genau ein solches. Also ist alles ergibt Sinn, rein formal, was da steht. Und was hilft uns das jetzt? Naja, wir erinnern uns daran, wie dieser Quantor der eindeutigen Existenz übersetzt wurde. Zunächst ist da nur eine Abkürzung für Existenz und Eindeutigkeit und wir müssen beide separat übersetzen und das wird lang und verklausuliert. Aber wir hatten eine Proposition, die das vereinfacht. Der interne Quantor der eindeutigen Existenz führt zu einem externen Quantor, ebenfalls der eindeutigen Existenz. Man muss nicht zur Überdeckung übergehen. Somit gibt es einen globalen Schnitt S0. Und zwar auch genau einen. Das brauchen wir aber nicht. Wichtig ist nur, dass der jetzt nicht auf einer offenen Überdeckung definiert ist, sondern wieder auf top. So dass aus interner Sicht auf top weiterhin diese Bedingung gilt von der rechts. S ist gleich das Supremum über bla 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 bla. S0. So, und dieses S0 ist das gesuchte Supremum. Muss man nachrechnen. Also man muss zum Beispiel zeigen, dass all die Elemente aus M kleiner gleich sind wie dieses S0. Wenn wir aber ein Element A uns aus M hergeben, dann können wir das genauso auch als Konstante in der internen Sprache auffassen. Aus Sicht der internen Sprache wissen wir dann, dass das A kleiner gleich ist wie S0. Wenn wir die Übersetzung mit der Kripke-Jarl-Semantik durchführen und uns erinnern, wie wir das kleiner gleich definiert haben, folgt sofort, dass das A auch wirklich kleiner gleich wie das externe S0 ist. Und dann ähnlich mit der Supremumseigenschaft, also kleinste obere Schranke. Meru würde sagen, dass das da hier ein Hausfrauenbeweis war. Hausmannbeweis, Hauspersonenbeweis. Wenn ihr einen Beweis haben wollt, der mehr Technologie verwendet, der Monaden verwendet, dann könnt ihr in den Elefanten schauen, Johnson's Elephant. Da ist ein Beweis da drin, der dann super, super slick ist und wo gar nichts passiert, außer dass halt 10 Lemmata über Monaden zitiert werden. Aber ich finde das auch sehr, sehr schön, das einmal so zu sehen und insbesondere zu sehen, wie die besondere Bedeutung vom eindeutigen Existenzkontor jetzt sich auswirkt.
Den Rest der Proposition beweisen wir nicht, insbesondere nicht diese Korrespondenz der Gaben. Das wäre auch nicht weiter schwer jetzt, aber wir wollen einfach noch andere Dinge machen. Ah ja. Ja, aber das sollten wir vielleicht noch tun, weil das ja noch Teil des Datums wirklich ist. Ja? Okay, dann erstmal das. Also hier besteht gerade noch der Wunsch, den Strukturmorphismus nach x anzugeben. Das ist ein guter Wunsch, lass das schnell machen. Wie folgt wird e von z zu einer Örtlichkeit über x. Und zwar, wir haben doch im Gabentopos haben wir doch den eindeutigen Morphismus, genannt Ausrufezeichen, von z in die interne eindeutige, in die interne einpunktige Örtlichkeit. Intern. Das ist eine triviale Aussage, denn ihr wisst, jede normale Örtlichkeit besitzt genau einen Morphismus in die normale einpunktige Örtlichkeit. Jetzt behaupte ich dasselbe für interne Örtlichkeiten. Ihr könntet pöbeln und sagen, wir haben nichts bewiesen über interne Örtlichkeiten, aber wir haben ja vorher alles konstruktiv gemacht. Deswegen gilt weiterhin alles, was wir vorher wussten. Also wissen wir, es gibt genau einen Morphismus von internen Örtlichkeiten von Z in die einpunktige interne Örtlichkeit. Ich sollte hier vielleicht irgendwie das noch kenntlich machen, irgendwie so. Das ist nicht die externe einpunktige Örtlichkeit ist. Und jetzt verwenden wir das Verfahren, wie wir es gerade eben kennengelernt haben. Um einen Morphismus zu bekommen von der Örtlichkeit, die wir gerade eben e von z genannt haben, in die Örtlichkeit, die sich ergibt, wenn man genau dieselbe Konstruktion anwendet auf diese einpunktige Örtlichkeit. Nur was ist die dann? Also hier steht ja die Konstruktion da. Wir müssen den Rahmen, den internen Rahmen der offenen nehmen, das ist eine Garbe, und da dann top einsetzen. Die interne einpunktige Örtlichkeit, durch welchen Rahmen war die nochmal gegeben? Durch Omega. Durch Omega von diesem Gabentopos. In das jetzt top eingesetzt. Und wir haben früher mal nachgerechnet, dass das kanonisch in Bijektion steht zu den offenen von x. Okay, das heißt, wir kriegen, weil ich war jetzt hier ein bisschen schlampig mit der Unterscheidung zwischen der Örtlichkeit und dem Rahmen. Das ist keine Örtlichkeit, das ist der Rahmen, der dazu gehört. Ja? Ich lasse jetzt das Gleichheitszeichen trotzdem so stehen. Oder nicht. Örtlichkeit zum Rahmen so und so. Hier auch nochmal Örtlichkeit zum Rahmen so. Und das ist x. Also haben wir eine Örtlichkeitsabbildung von e von z nach x bekommen. Ich habe natürlich hier erklärt, wie hier die Funktorialität von e geht, aber das kriegt ihr halt hin. Ist wirklich nicht mehr. Damit haben wir gleichzeitig nochmal das Beispiel von hier oben nachgerechnet. Nur diesmal von rechts nach links statt von links nach rechts. Okay, zweite Pöbelei. Also, jetzt mal ernsthaft. Bin gespannt. Spaß beiseite, okay, ja. Ja, Spaß beiseite. Okay. Wir haben noch da oben bei den Internalisierungen. Ja. Also und erstmal, du hast jetzt bei der Externalisierung ein bisschen Zeug bewiesen und bei der Internalisierung hätte man eigentlich auch Sachen bewiesen. Ja, genau. Ja, genau. Und, wir haben sogar das Fehlzeichen weggelassen. Genau. Ja. dieses Omega XY, das ist ja der Rahmen zur internen einpunktigen Örtlichkeit in Y. Richtig. Das heißt, man könnte sagen, wenn ich eine Örtlichkeit Y über X habe und möchte es zu einer internen Örtlichkeit X machen, dann nehme ich halt eine kanonische interne Örtlichkeit in Y, nämlich die einpunktige. Ja. Und drücke sie dann mit F vor. Also, da steht jetzt F unten Stern. Und ja. Jetzt lesen, wenn ich in irgendeine andere, ich kann nicht. Sag mal den ersten Teil, wenn du eine interne Örtlichkeit in Y hast, in Y, F irgendwie vordrücken, ja. Also es gibt da einen Funktor, um ach so, ja. Y zu gehen, ja, richtig. Und den könnte man F und Stern nennen. Ja, richtig. Gut. Und das schreibe ich auch gleich an. Das passiert, das war doch jetzt genau dasselbe. Weil ich habe eine interne Örtlichkeit in, weiß ich mehr, in X. Ja, genau, in X. Und ich mache daraus eine externe, indem ich sie halt
Vordrücke entlang dem kanonischen externen Örtlichkeitsmodus von x in die einpunktige Örtlichkeit? Ja. Oder nicht? Also, ich, von x in die einpunktige Örtlichkeit? Ja. Genau, in der Art. Ja. Wenn ich jetzt eine interne Örtlichkeit in x habe, kann ich die also vordrücken zu einer internen Örtlichkeit in, dem, in der im Ein- Topos über der einpunktigen Örtlichkeit? Genau. Aber das ist ja Set. Ja. Also ist das dann eine externe Örtlichkeit? Ja, das ist alles richtig, was du sagst. Ja, das ist richtig. Das war mir noch nicht aufgefallen. Externalisierung ist ein Spezialfall von Internalisierung, weil beide Spezialfälle vom Vordrücken von internen Gaben, von internen Örtlichkeiten längs Örtlichkeitsmorphismen ist. Ja, das stimmt. Und dann muss man das ja. Unten theoretisch auch gar nicht beweisen, wenn man das obere bewiesen. Genau, aber wir haben ja das obere nicht bewiesen. Ja, ja. Also andersrum. Aber ja, das stimmt. Krass, das ist mir wirklich noch nicht aufgefallen. Das ist eine coole Beobachtung. Lass darüber mal nochmal nachdenken. Und lass schauen, ob wir was Subtiles übersehen haben. Weil sonst hätte das ja auch in Johnstone gestanden. Und da habe ich es jetzt nicht, zumindest nicht in meiner Erinnerung. Ja. Ich will auf einen Aspekt davon eingehen, nämlich auf das Zurückziehen von Örtlichkeiten. Sei y nach x ein Morphismus von Örtlichkeiten. Dann gibt es einen Funktor, der aus internen Örtlichkeiten über x interne Örtlichkeiten über y macht. Ich gehe jetzt hier ein gewisses Risiko ein und nenne den f und nenne diesen hier f hoch minus 1. So, welcher interne Örtlichkeiten im Gabentopos über x zu internen Örtlichkeiten im Gabentopos über y zurückzieht. So, und jetzt kommt aber eine kleine Überraschung eventuell, vielleicht auch nicht, je nachdem, ja, wie überraschend wert ihr heute seid. Also dieser ist nicht gegeben durch, so, also das wird der Funktor, den ich jetzt definieren möchte, f hoch minus 1. Der nimmt also eine interne Garbe, ich sollte hier das da schreiben, ja, weil wir nur definiert haben, was dieses Symbol bedeutet, wenn danach ein Topos kommt. Aber es gibt übrigens folgende Konvention, die Topos-Theoretikerinnen gerne verwenden. Immer wenn man eine Stelle in der Mathematik hat, wo ein Topos kommen müsste, und da kommt aber entweder ein topologischer Raum oder eine Örtlichkeit, dann meint man damit, dass man einfach den Gabentopos über diesem Raum oder der Örtlichkeit meint. Ja? Und das ist okay so, weil es gibt ja den beinahe volltreuen Funktor von der Kategorie der topologischen Räume in die Kategorie der Topoi. Gut. Jedenfalls lasst uns hier eine interne Örtlichkeit Z nehmen. Ja? Die ist doch gegeben durch, also jetzt soll eine Gabe rauskommen, eine interne Örtlichkeit. Die hat einen Rahmen, so. Und eine Vermutung, eine naive Vermutung, was der Rahmen wäre, wäre folgendes. Man nimmt den Rahmen der offenen von Z. Das ist jetzt eine Garbe über X. So, und diese Garbe könnte man zurückziehen mit f hoch minus 1. Also dieses ist jetzt Rückzug von Gaben. Den haben wir nicht besonders diskutiert in dieser Vorlesung, aber manche von euch kennen den trotzdem. Wir hatten ganz kurz angemerkt, dass jeder Morphismus von Örtlichkeiten ein Morphismus in dieselbe Richtung zwischen den zugehörigen Gabentopoi indiziert, also von Schiefs y nach Schiefs x. Und so ein Morphismus von Topoi ist ja gegeben durch einen linksexakten Linksadjungierten, der in die andere Richtung verläuft. Und das ist genau dieses f hoch minus 1, von dem da die Rede ist. Also das könnte man denken, weil das so das Einfachste ist, was man hinschreiben könnte. Und das führt auch zu einer Partialordnung. Aber diese Partialordnung wird nicht wieder vollständig sein.
Deswegen hat das im Allgemeinen, deswegen wird das keine Chance haben, der Rahmen von der internen Örtlichkeit zu sein. Ja? Also dieses Ding da, das Rahmen hier, das war nicht korrekt. Das war bei der Hoffnung gewesen, aber das stimmt dann nicht. Das ist Partialordnung. Also eine interne Partialordnung im Topos der Gaben über Y, welche im Allgemeinen nicht vollständig ist. Für die also die interne Aussage, dass sie aus Sicht des Gamma-Topos über Y, dass sie alle Suprema besitzt, nicht stimmt. Das kann man auch ganz schnell an einem Beispiel sehen, an einem Beispiel, was alle verstehen können, wenn wir für x die einpunktige Örtlichkeit nehmen. Dann haben wir diesen Rückzugsfunktor f hoch minus 1, den wir schon kennengelernt. Das war einfach der Funktor, der eine Menge nimmt und sie unterstreicht, sodass die konstante Gabe rauskommt. Und dann können wir das mal üben mit der einpunktigen Gabe, einpunktigen Örtlichkeit z. Die ist ja durch, lasst uns klassische Logik anschalten für die Metatheorie. Dann ist der Rahmen von der einpunktigen Örtlichkeit gegeben durch die Menge, die 0 und 1 enthält. Zwei offene Mengen hat der einpunktige Raum. Wenn ich diese Menge zurückziehe auf y, also konstante Gabe betrachte, dann ist es halt eine Gabe, die zum Beispiel auf zusammenhängenden offenen von y auch wieder nur zwei Elemente haben wird. Sowas ist viel zu klein, als dass es eine vollständige Partialordnung sein könnte. Vergleich das zum Beispiel mit Omega, also mit Omega von dem Gabenverbus über Y, das enthält Unmengen von Schnitten, auch Unmengen von globalen Schnitten, nämlich all die offenen, die kleiner gleich wie das Gegebene sind. Also das wird niemals, ganz, ganz selten vollständig. Es geht anders. Stattdessen gibt es folgende Möglichkeiten, den Rückzug von internen Örtlichkeiten zu charakterisieren oder zu definieren oder zu beschreiben, keine Ahnung. Zum einen die Variante, die Matthias gerade vorgeschlagen hat. Und dann eine zweite Variante, die richtig geil ist. Also Variante 1 ist folgende. Ich schreibe das einfach an, wie man das macht. Also wir starten mit einer internen Örtlichkeit im Gabentopos über x. Gut, aus dieser internen Örtlichkeit können wir doch eine Örtlichkeit über x machen. Vermöge dieser wirklich, wirklich wichtigen Proposition, bitte merken, ist ein Cornerstone der Örtlichkeitstheorie. Also wir können die externalisieren. Das ist dann eine Örtlichkeit über x. Ich schreibe das nochmal hin. Vertikal. Dann ist nämlich manchen von euch sofort klar, was jetzt passiert. Wir haben ja diesen Morphismus von Örtlichkeiten so gegeben. Und immer wenn ich ein Diagramm der Form habe, war es bisher in jeder Vorlesung so, dass danach immer dasselbe passierte. Nämlich der Dozierende hat das Phasenprodukt gebildet. Das Phasenprodukt in der Kategorie der Örtlichkeiten. Und die linke Spalte ist dann eine Örtlichkeit über y. Und die können wir ja wieder internalisieren.
So, das ist eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit. Das war jetzt richtig geil, oder? Nee. Das nee. War das die, die ich gemeint habe? Ja. Oh. Hirsch. Okay. Jetzt kommt halt eine logische Möglichkeit. Also Z, nochmal so ein Weg, ja? Z interne Örtlichkeit in Sheaves X. Dann wissen wir doch, dass Z gegeben ist als klassifizierende Örtlichkeit von einer Theorie. Nicht von einer normalen Theorie, aber von der internen Theorie. Also Z ist die klassifizierende Örtlichkeit zu einer Theorie T, ja? Oder kanonisch isomorph. Für eine interne propositionale geometrische Theorie T im Topos der Gaben über X. So wie wir interne Kategorie oder interne Örtlichkeit und so weiter definiert haben, könnten wir auch definieren, dass es eine interne Theorie ist. Indem wir uns nochmal anschauen, was eine Theorie war. Die bestand zum Beispiel aus einer Menge von Sorten und so Zeug. Sorten nicht, wenn das propositional ist. Bestand aus einer Menge von atomaren Propositionen und anderen Sachen. Und dann können wir sofort herleiten, was die Definition sein muss für eine interne Theorie. Die besteht dann halt nicht aus einer Menge von Sorten, sondern die hat ein Objekt von Sorten. Ein Objekt in dem Topos, der hier angegeben ist. Das heißt jetzt eine Garbe von atomaren Propositionen. Diese Übersetzung, dass wir eine Definition von früher nehmen und daraus eine geeignete interne Definition machen, die haben wir ja jetzt 3-4 Mal gesehen und das immer ad hoc gemacht. Ich habe halt einfach mal definiert, was eine interne Blabla sein soll. Das hätten wir aber auch nicht machen müssen. Wir hätten die interne Sprache noch ein Stückchen erweitern können. Und dann hätten wir die zu abhängigen Typen und Zeug. Und dann hätten wir auch die alte Definition einfach nehmen können, in der internen Sprache interpretieren und uns überraschen lassen können, was da rauskommt. Da wäre dann immer genau das rausgekommen, was ich angegeben habe. Jedenfalls können wir das machen. Und dann ist der Rückzug von Z einfach gegeben oder kann gegeben werden, Doppelung ist gleich, keine Ahnung, durch die klassifizierende Örtlichkeit von der zurückgezogenen Theorie. Das ist dann interne Örtlichkeit in Sheaves Y. Und was ist mit diesem f hoch minus 1 hier gemeint? Damit ist gemeint, zieh alles, was T ausmacht. Das ist ja eine interne Theorie, besteht also aus einer Garbe von atomaren Propositionen und einer Garbe von Axiomen und so weiter und so fort. Zieh all diese Garben längs F zurück. Also das ist dann derselbe Rückzugsfunktor wie hier in lila, ja? Rückzug von Gaben. So, das vermeidet halt diesen Umweg übers Externalisieren, Internalisieren und führt dazu, dass wir sofort Beispiele angeben können und ich werde das natürlich klarifizieren. Was wolltest du gerade sagen? Das vermeidet diesen Umweg mit dem Externalisieren. Ja. Achso, macht einen anderen. Ja, das ist richtig. Ja. Was wäre denn, wenn ich jetzt doch mal versuche, diesen Versuch zu retten und ja, einfach intern hinschreibe, was hier eine Vervollständigung von so einer Partialordnung ist? Ah. Nice. Okay, hier ist gerade ein Vorschlag zu sagen, okay, ich war hier voreilig. Ich habe gesagt, nur eine Partialordnung, die vollständig ist, aber der Funktor von vollständigen Partialordnungen nach Partialordnung hat ja bestimmt einen linksadjungierten, die Vervollständigung. Und dann wende ich den halt noch darauf an. Ja, ist eine gute Frage. Also es gibt diese Vervollständigung auf jeden Fall. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass da trotzdem überhaupt nicht das Richtige rauskommt. Aber weiß ich nicht. Herzlichen Glückwunsch, Bene, du hast eine weitere Übungsaufgabe erzeugt. Richtig. Ja. Nochmal kurz. Bitte? Also im Rahmen eines Rückzugs mit diesem Rückzug von Gabler, ja, genau. Ja. Theorien zurückziehen funktioniert scheinbar schon toll. Ja. Das ist das Wunder. Ja, Rahmen zurückziehen mit Rückzug von Gaben führt zu nichts Geilem, außer eventuell Benes-Übungsabgabe. Aber Theorien zurückziehen funktioniert geil. Aha. Und damit das funktioniert, was wir vorhin da gesagt haben, dass Externalisieren und Internalisieren das gleiche ist, ja, dazu muss das Vordrücken
gut funktionieren, ne? Ein Rahmen. Ja, vordrücken, genau. Und das tut's. Rahmen vordrücken funktioniert gut. Ja. Ja, was soll denn da noch für eine Subtilität? Ja. nur auch, um dass das hier noch ein bisschen klar gemacht wird, ja. Also was ist das Problem, wenn ich naiv versuche, einen Rahmen zurückzuziehen? Der Rahmen ist halt schon das fertige Objekt. Ob der vollständig ist oder nicht, das hängt vom Rahmen ab. Aber das hängt auch so ein bisschen davon ab, welche anderen Gaben es noch so gibt. Weil Vollständigkeit heißt ja, jede Teilmenge besitzt ein Supremum. Und Teilmenge wird ja dann übersetzt bei der kryptischen Semantik zu Untergarbe. Das heißt, es hängt auch ein bisschen davon ab, welche anderen Gaben oder welche Untergaben es dann gibt. Das ist der intuitive Grund dafür, warum der Rückzug von Gaben, also der gabentheoretische Rückzug von einem Rahmen, nicht im Allgemeinen wieder einen Rahmen liefert. Ja, weil jetzt gibt es ganz andere Untergaben und bezüglich dieser neuen Untergaben, darauf war der alte Rahmen nicht vorbereitet. Der Ausweg hier ist, dass man sagt, na gut, Z kann ich auch darstellen über Erzeuger und Relationen von so einem Wesenskern, von einer Theorie T. Ja, die Theorie T selbst ist kein Rahmen, aber sie ist alles, was man braucht, um daraus einen Rahmen zu machen. Und zwar mit Hilfe der Möglichkeiten, die dann halt der Topos bietet. Also ich muss halt hier die interne Lindenbaumalgebra bauen. So, jetzt kann ich die Theorie T ganz naiv zurückziehen und dazu kommen jetzt gleich Beispiele. Und dann in dem neuen Topos aus diesem neuen Erzeugungssystem, neuen Erzeugern und Relationen, auf angemessene Art und Weise, für den neuen Topos angemessene Art und Weise, wieder eine Örtlichkeit bauen. Indem ich dazu neu die Lindenbaumalgebra baue. Und dadurch, dass ich in dem neuen Topos die Lindenbaumalgebra baue, wird die auf jeden Fall wieder vollständig sein, weil Lindenbaumalgebren sind immer vollständig. Das war mal eine Übungsaufgabe. Also anstatt fertige Objekte zurückzuziehen, macht man in der Topos-Theorie oft Folgendes. Man stellt die Objekte irgendwie geeignet dar, über Erzeuger und Relationen, zieht nur diese zurück und baut das Objekt dann neu in dem Zieltopos. Okay, lasst uns Beispiele davon anschauen. Vielleicht erstmal ein ganz sachtes Beispiel, die leere Theorie, und dann wollen wir die zurückziehen. Ja? Also ich habe hier irgendeine Örtlichkeit x und drüber eine Örtlichkeit, und zwar die leere Örtlichkeit. Aus Sicht des Gabentopos über x ist das die klassifizierende, lass das als erstes machen, das ist einfach Identität. So, aus Sicht des Gabentopos über x ist das die klassifizierende Örtlichkeit von der leeren Theorie. So. Die Garbe der atomaren Propositionen von der leeren Theorie ist die leere Garbe, die initiale Garbe. So, jetzt haben wir hier y, irgend so ein f, und wir wollen das zurückziehen. Wenn wir einfach das Faserprodukt bilden von dieser Situation, dann wissen wir aus allgemeinen Gründen, dass hier y rauskommen muss, auch wieder mit der Identität. Aber wir können das jetzt auch verstehen, wir können exemplarisch die Behauptung, die da steht, nachprüfen. Also wenn wir erstens als Definition nehmen, dann können wir zweitens jetzt nachprüfen. Nämlich, das ist in der Tat wieder die klassifizierende Örtlichkeit von der neuen leeren Theorie. Und es stimmt in der Tat, dass der Rückzug von der leeren Theorie, das ist die leere Theorie über x, die leere Theorie gibt. Über y. Denn im Wesentlichen der Rückzug von der leeren Garbe, leere Garbe, also initiales Objekt im Gabentopos, das ist wieder die leere Garbe. Einmal war es die von Schiefs x, jetzt die von Schiefs y. Woher weiß ich das? Naja, f hoch minus 1 ist ein linksadjungierter, der bewahrt alle Kolimiten, insbesondere alle initialen Objekte. Also zum Beispiel das, ja?
Und jetzt kommt ein Beispiel, was mehr Kraft hat, was interessanter ist. Nämlich, lasst uns die interne Örtlichkeit der reellen Zahlen zurückziehen. So, also f hoch minus 1 von r. Und ich schreibe genau hin, was ich jetzt mit r meine. Dafür haben wir je nach Kontext so 5, 6 verschiedene Bedeutungen. So, das soll die interne klassifizierende Örtlichkeit der internen Theorie der Dedekindschen Schnitte sein. Diese Örtlichkeit kann ich jetzt zurückziehen mit dem f hoch minus 1. So, Rückzug von Funktoren. Falsch, von internen Örtlichkeiten. Also mit dem f hoch minus 1, was wir jetzt an den beiden Tafeln diskutiert haben. Ja, und mit der Konstruktion Möglichkeit 2 sehe ich sofort, was da rauskommt, zumindest kanonisch isomorph. Nämlich, ich sehe, dass da wieder r rauskommt. Nur ist es diesmal nicht die interne klassifizierende Örtlichkeit der internen Theorie der Dedekindschen-Schnitte über x, sondern über y. Also intern worin? Hier in Schiefs x. Und hier, ich muss das leider nochmal neu abschreiben, interne Örtlichkeit, der interne klassifizierende Örtlichkeit der internen Theorie der Dedekindschen Schnitte in dem neuen Gabentopos. Woher weiß ich das? Das muss ich begründen. Woher weiß ich das? Also mit Hilfe der Beschreibung in zweitens weiß ich zumindest Folgendes. Die Örtlichkeit, die hier rauskommt, die interne, die wird die interne klassifizierende Örtlichkeit zu der zurückgezogenen Theorie sein. Die Behauptung, die hier an der Tafel steht, folgt also, wenn wir uns klar gemacht haben, warum der Rückzug von dieser in lila gegebenen internen Theorie diese in gelb gegebene interne Theorie ist. Jetzt erinnern wir uns aber daran, wie denn die Axiome grob von dem Dedekindschen Schnitt aussahen. Und wir sehen, um diese Axiome aufzuschreiben, genügten geometrische Konstruktionen. Wir haben zum Beispiel je eine atomare Proposition verwendet für jede rationale Zahl. Nur als ein Beispiel von mehreren Sachen, die da eingingen. Aber wir haben ja letztes Mal festgehalten, dass rationale Zahlen, dass die Konstruktion der rationalen Zahlen eine geometrische Konstruktion ist. Es macht also keinen Unterschied, ob ich erstmal im Gabentopos x die rationalen Zahlen bilde, da kommt dann irgendeine Gabe raus, nämlich die konstante Gabe, q, und sie dann zurückziehe, oder ob ich erstmal in den anderen Topos gehe und dort neu die rationalen Zahlen baue. Es führt aufs selbe. Wir hatten noch andere atomare Propositionen, nämlich wir hatten für jede rationale Zahl hatten wir genau zwei atomare Propositionen. Das heißt, das Objekt der atomaren Propositionen war Q, Koprodukt Q. Q disjunkt gemacht vereinigt. Q disjunkt vereinigt Q. Wir wissen aber, disjunkt gemachte Vereinigung ist auch eine geometrische Konstruktion, zieht sich also wunderbar zurück. Und auf dieselbe Art und Weise können wir jetzt die gesamte Liste von Axiomen auch noch durchgehen und jeweils sehen, die Spezifikation dieser Axiome war geometrisch. Deswegen zieht sie sich wunderbar zurück. Okay, und wenn ihr euch an letzte Stunde erinnert, dann kommt euch das jetzt eventuell extrem komisch vor, denn wir hatten da eine andere Proposition noch aufgeschrieben, nämlich, wenn wir das da, rd, zurückziehen, kommt im Allgemeinen überhaupt nicht rd raus. Was meinen jetzt die rds? So, das ist die interne Menge
der Punkte der Örtlichkeit R, der internen Örtlichkeit R, dieselbe Örtlichkeit, wie es hier umgeht, also die interne Menge der Dedekindschen Schnitte. Und genauso hier auf der rechten Seite. Ich sollte hier vielleicht dann nochmal so Interpretationsklammern drum setzen. So, das in Chiefs X und das da in Chiefs Y. Wir wissen, dass das im Allgemeinen also völlig falsch ist, zu behaupten, dass die isomorph sind. Wir wissen ja auch wirklich, was rauskommt. Im Spezialfall zum Beispiel, dass F der eindeutige Morphismus in den Punkt war, haben wir das nämlich letztes Mal spezifiziert, nur ohne Beweis. Der Beweis kommt jetzt gleich. Wir haben spezifiziert, wir haben angegeben, dass der Rückzug von dieser Menge RD, der ganz normalen Menge im Topos-Set, in so einen Gabentopos, dann die Garbe C der konstanten stetigen reellwertigen Funktionen wird. Dagegen die rechte Seite der Rückzug, das wäre die konstante Garbe R. Dagegen die rechte Seite wäre die Garbe der stetigen Funktionen. Das sind zwei völlig verschiedene Gaben. Das linke ist eine winzig kleine Untergabe von dem rechten. Einmal lokal konstante Funktionen, einmal beliebige stetige. Das heißt also, diese Punktenmengen ziehen sich wahnsinnig schlecht zurück. Aber die Örtlichkeiten ziehen sich wunderbar zurück. Das ist eine wichtige Beobachtung. Ja. 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 Und ich sage, ich kenne ja eine Theorie der Dedekindschen Schnitte über den Punkt, ja. Die externe Theorie, genau. Die nach X zurückziehen, habe das richtig. Genau, aber richtig. Das funktioniert auch nur, weil die Theorie genug war, ja, weil sie auch mit geometrischen Konstruktionen auskommt. Ja, alles exakt richtig, was du sagst. Die interne Theorie, ich wiederhole nochmal für die Aufzeichnung, die interne Theorie der Dedekindschen Schnitte über X war selbst schon eine zurückgezogene Theorie, nämlich der Rückzug der internen Theorie der Dedekindschen Schnitte im Topos der Mengen. Und wenn man zweimal zurückzieht, ist es also erstmal vom Punkt auf X zurückzieht und dann weiter auf Y zurückzieht, das ist dasselbe, wie wenn man in einem Schritt vom Punkt auf Y zurückgezogen hätte. Völlig richtig. Da vielleicht noch ein schnelles Beispiel. Ich könnte Folgendes machen. So, ich nehme, ich baue intern die Potenzsorte zu einer Garbe A oder Garbe F. Ja? Dann haben wir festgehalten, dass das im Allgemeinen überhaupt nicht isomorph wird zur Potenzsorte von der zurückgezogenen Garbe. Wenn das doch im Allgemeinen stimmen würde, dann hätte ich nämlich P aufgeführt bei der Liste von geometrischen Konstruktionen. Stattdessen war das aber aufgeführt bei der Liste für Nichtbeispiele für geometrische Konstruktionen. Also das ist falsch. Ja? Aber wir können auch Folgendes machen. Wir können die interne diskrete Örtlichkeit über F betrachten und die dann versuchen zurückzuziehen. Was ist hiermit gemeint? Naja, aus interner Sicht ist ja die Garbe F einfach eine Menge. Und zu jeder Menge können wir die zugehörige diskrete Örtlichkeit betrachten, indem wir als Rahmen die Potenzmenge von F nehmen. Wir haben auch auf dem Übungsblatt gesehen, wie wir die als klassifizierende Theorie ausdrücken können. Und wenn man sich jetzt diese klassifizierende Theorie anschaut, dann sieht man wieder, dass die Angabe dieser Theorie nur geometrische Konstruktionen verwendet hat. Deswegen wissen wir, dass die sich gut zurückzieht. Das heißt, hier wird in der Tat dasselbe rauskommen wie die interne diskrete Örtlichkeit über der zurückgezogenen Garbe.
Okay, und diese beiden Beispiele hier, die sind Instanzen von einem Motto, was wir das nächste Mal noch genauer kennenlernen werden, nämlich umarme Topologie. Mit Topologie ist Örtlichkeitstheorie gemeint, weil Topologie selbst sich schlecht verhält intern. Und ein bisschen genauer, konstruktiv muss man schon viel früher auf Topologie achten. Als klassisch. Ihr kennt zum Beispiel folgende Geschichte: In der LR1 untersucht man endlichdimensionale Vektorräume. Dann fragt jemand mal, was ist mit überabzählbaren endlichdimensionalen Vektorräumen oder sowas. Und dann bekommt man immer folgende Antwort und die stimmt auch. Ein überabzählbarer dimensionaler Vektorraum ohne eine Topologie drauf, ohne eine Metrik, ohne eine Norm oder sowas, ist ein ganz komisches, pathologisches Objekt. Ich kenne kaum Beispiele dafür, die interessant wären. Und ich kann keine guten Lemmata dazu beweisen. Was man dann macht in der LA3, also in der Funktionalanalyse, ist, Banachräume einzuführen. Das sind eben unendlich dimensionale Vektorräume mit einer Topologie. Und dadurch, dass wir eine Topologie haben, werden sie wieder zu greifbaren Objekten, mit denen ich was machen kann, mit denen ich Hoffnung haben kann, Sachen zu beweisen. In konstruktiver Mathematik gilt genau dasselbe, aber schon früher. Also in klassischer Mathematik wäre es zum Beispiel so, dass die Potenzmenge von einer Menge immer noch eine ganz normale Menge ist oder so, die noch keine Topologie verdient hat. Aber aus konstruktiver Sicht ist dieser Standpunkt nicht haltbar, zumindest dann nicht, wenn man auch Topoi wechseln möchte, wenn man auch zurückziehen möchte. Da ist eher folgender Standpunkt gut. Man sagt, die Potenzmenge von einer Menge ist so riesig, da habe ich keine Chance, die zu überblicken, wenn ich mir nicht auch eine Topologie drauf gönne. Mit Topologie ist gemeint diskrete Örtlichkeit auf der Menge. Und dann wird es wieder gut, weil es sich dann zum Beispiel richtig zurückzieht. Und ihr wisst ja auch, die Potenzmenge von einer Menge konstruktiv hat viel mehr Elemente, als man naiv eventuell erwarten würde. Naiv hat ja zum Beispiel die Potenzmenge von einer dreielementigen Menge enthält ja 2 hoch 3, also 8 Elemente. Aber das ist konstruktiv ja völlig falsch. Da gibt es noch viel, also falsch im Sinne von, das kann ich nicht zeigen. Es gibt ja noch viel, viel mehr Teilmengen. Schon die Potenzmenge der einelementigen Menge hat ja eventuell ganz, ganz viele Teilmengen, nämlich die Menge derjenigen Sternchen, für das gilt und jetzt irgendeine Aussage. Wenn man nur konstruktive Logik betreibt, dann bleibt das so ein bisschen eine Subtilität, aber ihr habt ja auch Modelle kennengelernt für intuitionistische Logik, zum Beispiel jetzt eben Garbenmodelle, und da wisst ihr in der Tat, dass die einelementige Garbe ganz, ganz, ganz viele Untergarben besitzen kann. Genauso viele, wie es offene von der Örtlichkeit gibt, über der wir arbeiten. So gesehen ist es schon irgendwie berechtigt zu sehen, dass die Potenzmenge unüberschaubar groß wird, wenn wir nicht auf die Topologie achten. Wenn wir die nicht verwenden, damit sie uns hilft. Gut. Ich will eine Sache jetzt noch machen, nämlich eine Proposition beweisen vom letzten Mal. Ich schreibe die nochmal an. Und das wird mit den Hilfsmitteln, die wir jetzt haben, ganz, ganz mühelos geschehen. Sei Y eine Örtlichkeit, dann gilt, wenn wir aus interner Sicht die Menge der Dedekindschen Schnitte bauen, also RD, dann kommt da die Garbe C raus, kanonisch. Die Garbe der stetigen, reellwertigen Funktionen. Garbe der stetigen, reellwertigen Funktionen. Mit reellwertig ist Dedekind reellwertig gemeint. So, eine Möglichkeit, das zu beweisen, und das ist auch instruktiv, das zu machen, wäre, sich zu sagen, na gut, was ist ein Dedekindscher Schnitt? Das ist ein Paar von zwei Teilmengen von Q. Das heißt, ein Paar von zwei Untergaben der konstanten Garbe Q. Und dann versucht man halt, aus diesem Paar von Untergaben eine stetige, reellwertige Funktion zu machen. Das ist auf jeden Fall instruktiv, das einmal selbst zu sehen. Ich will euch jetzt einen Yoneda-Style-Beweis vorführen. Ja? Also,
Ich kürze diese Menge da ein bisschen ab. Das darf ich auch. Wir haben die nämlich immer RD genannt. Das ist eine Garbe und ich will rausfinden, was hier auf einem offenen kleinen U für Werte hat, für Schnitte. Gut, lasst uns das umformen. Was ist denn das RD? Das ist ja die Menge der Dedekindschnitte. Das können wir aber auch anders schreiben. Das ist die Menge der Punkte von der internen Örtlichkeit R. Dieses R hier, das ist jetzt die Örtlichkeit der Dedekindschen Schnitte. Kam halt schon ein paar Mal vor auch. Ne? Interne Örtlichkeit der Dedekindschen Schnitte. Hier gibt es übrigens ein kleines linguistisches Problem, denn man kann sich streiten, ob das Wort intuitionistisch hier angemessen ist an der Stelle. Denn wir sind ja innerhalb dieser Interpretationsklammern und der Häkchen. Und aus derer Sicht gibt es gar nicht intern und extern, sondern das ist halt ganz normal, die Örtlichkeit der Dedekindschen Schnitte. Erst wenn ich es interpretiere, merke ich, aha, da kam ja gar keine Örtlichkeit raus, sondern irgendeine Garbe und genau eine interne Örtlichkeit. Also ich sollte hier vielleicht das intern weglassen, ja, weil das aus Sicht, weil wir schon internalisiert haben und aus interner Sicht ist es nicht die interne Örtlichkeit, sondern einfach eine Örtlichkeit. Gut, wie auch immer, auf U. So, und jetzt verwende ich Juneda, das Juneda-Lemma. So, das gibt mir dann das da. Mit Y ist die Juneda-Einbettung von der Kategorie der offenen von Y in den Gabentopos gemeint. Und das sind hier, das Hom spielt sich ab in der Kategorie der Gaben über Y. Kanonische Isomorphie. Okay, es geht hier also um, aus interner Sicht geht es hier um Abbildung zwischen dieser Menge und dieser Menge. Aber diese Menge ist, also wir können das Ganze topologisieren, indem wir die linke Menge mit der diskreten Topologie versehen. Und dann sagen, ne, weil Abbildung aus dem diskreten Raum raus, gibt es genauso viele, wie es unstetige Abbildung vorher gab, also beliebige Abbildung vorher. Das heißt, wir können genauso gut sagen, dass das Hom in der Kategorie der internen Örtlichkeiten über Y zwischen der diskreten Örtlichkeit über der Menge Y von U diskreter topologischer Raum. Ich war eins zu schnell. Topologischer Raum. Das ist dann auch das da. Eben in den topologischen Raum der Menge der Punkte von dieser Örtlichkeit. Nun erinnern wir uns daran, dass dieser L-Funktor links adjungiert war zum Punktefunktor. Wir können also gerne das Punkt auf der rechten Seite wegschmeißen und durch ein L links ersetzen. Dann haben wir hier jetzt die diskrete Örtlichkeit, wie ich es vorher schon hinschreiben wollte, über der Menge Y von U. Und rechts die Örtlichkeit R, die interne Örtlichkeit R. Und jetzt verwenden wir diese Kategorienäquivalenz, dass interne Garben dasselbe sind wie Garben über. Gut, da wird dann die Externalisierung von genau dieser diskreten Örtlichkeit raus. Diskrete Örtlichkeit über Y von U. Und das andere haben wir auch schon ausgerechnet. Das gibt halt R Kreuz Y. Produkt in der Kategorie der Örtlichkeiten. So, es ist noch eine Zeile. Vielleicht kann ich doch hinquetschen. Ich kann das hier vereinfachen. Das ist nur kategorieller Nonsens. Ich schreibe hier nicht die Kategorie der Örtlichkeiten über Y hin, sondern alle Örtlichkeiten
Ich nehme wieder dieselbe Externalisierung und schreibe jetzt R hin. Die Örtlichkeit R. Ja? So, und das sieht doch schon verdächtig nach dem aus, was wir zeigen möchten. Es wäre jetzt gut, wenn diese Externalisierung genau die offene Unterörtlichkeit zu U wäre. Das würde ich nämlich genau erwarten. Das wäre dann genau die Definition von C von U. Nimm die Menge aller stetigen Abbildungen, Örtlichkeitsmorphismen, von der offenen Unterörtlichkeit U nach R hinein. Ja? Gut, und das ist auch der Fall. Wir wissen ja, wie die Externalisierung gegeben ist. Die stand früher mal dort oben. Das war einfach, nimm den Rahmen und schau dir die globalen Schnitte davon an. Was ist der Rahmen davon? Der Rahmen davon war die Potenz, interne Potenzmenge von Y von U. Davon die globalen Schnitte waren die Unterfunktoren. Ja? Also das ist Örtlichkeit mit Rahmen, mit folgendem Rahmen, Rahmen der Untergarben von Y von U. Okay, und dieser Rahmen, der ist isomorph zum Rahmen der offenen von der von U induzierten offenen Unterörtlichkeit. Das meine ich hier mit U. Von U indizierte offene Unterörtlichkeit. Das haben wir schon in dem Fall gesehen, dass U top ist. Dann war es einfach die Aussage, dass die globalen Schnitte von Omega die offenen von der Örtlichkeit sind. Hier ist es relativiert, aber das könnt ihr zeigen. Gut, und allerletzte Zeile, das ist also kanonisch isomorph zu Hom log U, offene Unterörtlichkeit, die durch U gegeben ist, nach R. Und genau so war C von U definiert. Damit haben wir die Proposition da oben bewiesen. Und für jemanden, der vertraut ist, so im Uneda-Style und Adduktion und so weiter, war das ein schönes Beispiel für etwas, wo gar nichts passiert ist, außer an der Stelle, wo wir gesehen haben, was die Externalisierung von der internen Örtlichkeit R ist. Und das hatten wir ja vorher angemerkt, das lag eben daran, hier unten, dass die Örtlichkeit R geometrisch gegeben ist. Gut, nächstes Mal machen wir weiter mit einer Klarifizierung, noch mehr Power von diesem Motto. Insbesondere wollen wir relative Galois-Theorie betreiben und wir lernen noch Untertoppel kennen und wir machen noch das Brückenbauprogramm von Olivia Caramello. Das ist wirklich wichtig, weil das eines der aus meiner Sicht bedeutendsten Forschungsprogramme der Mathematik momentan ist, der Topos-Theorie. Und wir werden, wenn noch Zeit ist, noch kurz sehen, was der effektive Topos ist und auch noch was, wie man zeigt, dass das Außerachsium unabhängig von den sonstigen Axiomen von Mengenlehre ist. Ah, wirklich? Ja. Sorry fürs Überziehen, danke sehr.